Herr Hildebrand, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Premiere. Oh, danke, danke, danke schön. Die erste Ausgabe ist im Netz, sind Sie zufrieden? Nein, weil wenn ich mir überlege, was wir gesagt haben, steht das im Verhältnis zu dem, was wir alles nicht gesagt haben. Und da hat man immer so das Gefühl, also ein Füllegefühl hat man nicht, man hat ein Gefühl der Leere. Aber wir haben ja noch so viel Zeit vor uns, deswegen können wir das alles noch sagen. Crowdfunding, 150.000 Euro. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal diese Zahl gehört haben? 150.000, dafür kann man sich nicht einmal eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen. Aber 150.000 klingt natürlich als zusammengesammeltes Geld wie eine Riesenspende für ein Riesenunternehmen. Und wenn sich das alles auf ein paar Namen baut, hat man das Gefühl, ja, es ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch Möglichkeiten, mit diesem Namen eventuell eine Hoffnung zu erwecken. Ist doch nicht schlecht, oder? Ganz und gar nicht. Hoffnung, aber auch eine Menge Vorschusslorbeeren. Ist das nicht auch eine große Bürde, dass man diesem Vertrauensbeweis jetzt auch irgendwie gerecht werden muss? Ja, selbstverständlich ist das. Das ist furchtbar. Ich schlafe ja schon ganz schlecht, weil man hat das Gefühl, man dauert einen Rucksack, der nicht leichter wird. Das ist Vorschusslorbeeren ist das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Serie, die ich mitgemacht habe. Da hatten wir vorher eigentlich schon die Kritiken, die wir nachher nicht gekriegt haben. Das war eine vielleicht nicht unbekannte Serie, nämlich Kir Royal. Wir sind dann verrissen worden, dass es nur so geknallt hat. Aber vorher haben sie geschrieben, mei, was tolle Besetzung und was war hier und die Riesengeschichten und so. Aber hier ist es ja im Vergleich dazu wenig, weil das sind ja alles, ist ja eine andere Kundschaft. Das sind ja, uns hören ja wahrscheinlich diese Redakteure gar nicht zu. Gutes Stichwort Fernsehen. Warum Internet? Warum nicht Fernsehen? Es ist einfach improvisierter, was mir liegt. Ich sitze hier in dem Zimmer von meinem Freund Dieter. Ich sehe, wie der gerade arbeitet und da kommt eine Kamera und jemand sagt, was ich denke. Und da kann ich gleich sagen, wenn ich das in den Fernsehen mache, brauche ich zunächst mal einen Terminkalender. Dann brauche ich ungefähr 24 bis 35 Menschen, die, wenn ich einen Satz sage, dafür arbeiten. Und das ist zwar, kostet das jetzt Arbeitsplätze, ne? Das ist klar. Wir sind nur zu dritt. Und das imponiert mir. Und es kommt trotzdem an den Mann. Also ich würde sagen, das ist eine wesentliche Bereicherung meiner Laufbahn. Ich habe es geschafft, für ganz wenig, für gar kein Geld, fast, also ich nehme ja keins, ich bin stolz, für gar kein Geld und ohne Aufwand trotzdem Leute zu erreichen mit dem, was ich erzähle. Ist doch schön. Sie haben in Ihrem Bewerbungsvideo für Start Next gesagt, Sie sind auch froh, dass es jetzt keine Zensur mehr gibt. Beim Fernsehen gibt es das offenbar auch heute noch. Habe ich das gesagt? Ach, das habe ich wahrscheinlich gar nicht gesagt. Ich glaube das nicht. Nein. Natürlich gibt es im Fernsehen keine Zensur. Es ist nur so, man lässt manches weg. Warum? Weil man sagt, es lohnt sich nicht. Ich kriege Ärger dann mit denen, die wollen das weghaben und ich muss dann darauf bestehen und dann muss ich dann die Frage stellen, entweder der Satz oder ich oder so. Und man macht sich dann so mausig und ich habe das nicht gern. Ich richte mich nach meiner Erziehung und ich habe mich selbst erzogen. Und deswegen bin ich vollkommen frei und unabhängig. Das gefällt mir. Glauben Sie, das Internet ist eine Bedrohung für das Fernsehen? Das glaube ich nicht, weil das Fernsehen ist beharrlich und das Fernsehen wird durch Gebühren am Leben erhalten. Und Gebühren zahlen die Leute, weil sie es gewöhnt sind. Das ist genauso, wie sie ihre Stimme immer wieder aus dem Kreuz wieder an denselben Platz machen. So zahlen sie auch immer ihre Gebühren für das Fernsehen. Es dauert länger, bis sie merken, dass das Fernsehen vielleicht ihnen gar nicht mehr das liefert, was sie eigentlich für die Gebühren verlangen könnten. Nämlich das, was in dem Auftrag steht, der Verfassung, die das Fernsehen mit den Ländern hat. Ja. Nämlich da müssen sie Aufklärung machen. Sie müssen trotz vermutlich kleiner Einschaltquoten unangenehme Dinge verbreiten, nämlich Informationen liefern. Sie müssen die Unterhaltung auf einem gewissen Niveau halten. Sie dürfen einfach nicht klotzen, wo sie kleckern müssten.
Und das alles ist unterscheidet vielleicht die, die etwas, irgendwas mitteilen wollen von dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und deswegen wird das Fernsehen aber nicht eingehen, das wird bestehen bleiben. Eine Rückkehr zum Fernsehen schließen Sie, also mit eigener Sendung schließen Sie aus? Ach, diese berühmte Geschichte mit dem Comeback. Das ist jetzt so, ja. Wenn jemand in einer, sagen wir, öffentlich-rechtlichen Anstalt aufs Klo geht, dann kommt er zurück, hat er schon ein Comeback. Ich will kein Comeback haben. Ich bin ja gar nicht weg. Ich bin ja nie weggegangen. Ich habe nur im Fernsehen nichts mehr gesagt. Das heißt, ich habe gesagt, die Sendung brauche ich nicht mehr, habe sie 23 Jahre lang gemacht. Und ich hab ja nicht meinen Sitz verloren oder ich bin ja nicht abgewählt worden, sondern ich hab mich selbst abgestellt. Und deswegen brauche ich kein Comeback. Ich komme ja nirgendwo hin zurück, da war ich ja noch nicht. Wo ich jetzt bin, war ich ja noch nicht. Deswegen kann ich nicht backkommen. Störsender ist jedenfalls ein neues Projekt gerade gestartet. Nächste Folge, da geht es wohl um Wasserprivatisierung. Was für weitere Themen können wir erwarten bis zur Bayern- bzw. Bundestagswahl? Wahrscheinlich die Privatisierung nicht nur vom Wasser, sondern auch von Luft. Oder sagen wir, die Luft, die wir brauchen, um zu atmen. Wenn jemand sagt, privatisierte Luft bedeutet, dass jemand Luft holen gehen muss und dafür etwas bezahlen muss. Das werden wir alles als Thema haben. Was ich ganz gerne hätte, ich möchte ganz gerne mal versuchen, die bayerische Justiz auszuforschen, was sie so für Prozesse im Moment hat und wie viele Unschuldige sie in ihren Quartieren hat, also in ihren Behältnissen, also in ihren Gefängnissen. Das würde ich ganz gern haben. Dann würde ich ganz gern wissen, was machen Sie mit der NSU und was machen Sie mit dem NPD-Verbot und warum gibt es das nicht und wieso sind die Länder dagegen und wo sind die V-Leute alle abgeblieben? Alles das sind Probleme, die ich ganz gerne hätte, weil dieser Faschismus, dieser Neofaschismus, wird uns ja weggeschwindelt, der nimmt ja zu. Und das besonders so in Sachsen-Anhalt, in Bayern weniger, aber das liegt wiederum daran, dass der Faschismus ja teilweise in die anderen Parteien mit einfließt.